Hänsler, schnelle Nummer. Heute gibt es Kaiserschmarrn. Dafür braucht man Eigelbe, die habe ich jetzt schon mal mit der Milch vermischt. Hier Mehl und Zucker und natürlich Eiweiß. Man könnte dieses Rezept übrigens auch, ich hau den Melzer weg, das hier nennen. So, jetzt geht's aber los. Eiweiß, anfangen, langsam anzuschlagen. Wenn das Eiweiß wie Badeschaum aussieht und noch relativ fluffig ist, dann Zucker dazu, weiterschlagen. Yes, guck mal hier. So, jetzt kommt der obligatorische Test, ne? Schüssel, läuft. Jetzt habe ich hier Milch mit dem Mehl und mit dem Zucker schon verrührt. Und jetzt einfach hier das Eiweiß oben drauf und dann vorsichtig unterheben. So, oh ja. Jetzt haben wir hier Butter in der Pfanne, schön zerlaufen lassen. Und jetzt kommt hier unsere Masse direkt in die Pfanne. Wenn man sicher gehen will, kann man auch ein bisschen Backpulver reinhauen, braucht man aber eigentlich nicht. Und jetzt lässt man die Pfanne eine Minute auf dem Herd stehen, dass er unten schön ein bisschen heiß wird. Und dann kommt es in den vorgeheizten Ofen bei 200 Grad. Nach 15 Minuten sollte er genau so aussehen. Und dann kommt er aus dem Ofen. In einer Extrapfanne jetzt Zucker karamellisieren lassen und jetzt hier fette Flocke Butter dazu. Währenddessen wird jetzt der Schmarrn zerzupft. Guck es dir an. Ah, und dann kommt dieser Schmarrn hier rein. Wenn er so aussieht, kommt der Schmarrn rein. Ja, jetzt in der Pfanne mit diesem Karamell nochmal durchschwenken und anrichten. Komm her einmal nah ran. Ah, na, noch Fragen? Hier kommt das Rezept. Für 2 Portionen Kaiserschmarrn braucht ihr 4 Eier, 160 Milliliter Milch, 100 Gramm Mehl, 40 Gramm Zucker für die Eigelbe, 40 Gramm Zucker fürs Eiweiß, 2 Esslöffel Zucker für die Pfanne, 2 Flocken Butter, eine Prise Salz und Puderzucker. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich Rosinen reinmachen. Also kommentieren und abonnieren. Ihr wisst Bescheid.